Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Siku-Video. Ja, es geht mal wieder in Siku weiter. Heute geht es um den Wacker Neuss und EW 25, 65. Ja, Mobilbagger von Wacker Neuson. An sich nichts krass Besonderes, ein Mobilbagger. Funktionstechnisch seht ihr ja selber, er hat hier vorne das Knickgelenk, er hat die, man kann komplett drehen einmal. Dann die ganzen normalen Ansteuerungsmöglichkeiten, das Schild und das war es auch. Natürlich auf Räder, weil es ein Mobilbagger. Aber der eigentliche Sinn von dem Video ist, dass ich den gegen den alten Mobilbagger mal vergleichen möchte. Weil ich habe enorme Verschlechterungen festgestellt, wenn wir mal die Räder weglassen. Klar, das sind hier, die hat er ja in echt, das sind auch wieder Vollgummireifen. Wir fangen mal bei dem an, der ist natürlich ausgelutscht, der ist aus ganz, ganz früherer Zeit noch. Aber fangen wir beim Schild an. Metallschild. Plastikschild. Das haben wir schon als erste. Hier, das Knickgelenk funktioniert nicht wirklich gut, ohne dass man da irgendwie krass viel kaputt macht. Das funktioniert ohne Probleme. Ja, ansonsten ist es tatsächlich dasselbe. Hier in der Kabine haben wir ein Lenkrad tatsächlich drin, ne? Das ist ganz cool. Ich bin nur gespannt, ob der Kettenbagger von Wacker Neuson dieselbe Kabine hat, einfach nur und auch ein Lenkrad hat. Weil bei denen war es nämlich so, wie ihr seht, Mobilbagger, kein Lenkrad, Hebel. Der Kettenbagger aus derselben Reihe, auch Hebel. Das heißt, bei den Mobilbaggern von früher war es tatsächlich so, dass die einfach nur dieselbe Kabine draufgeschraubt bekommen haben. Was fast ein schade ist. Aber wie gesagt, qualitätsmäßig sind die tatsächlich ein bisschen schlechter geworden. Allein das Schild und so weiter. Detailmäßig von der Kabine müssen wir jetzt halt mal schauen. Aber ansonsten selbes Level wie immer. Passt auf jeden Fall. Genau, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein von diesem Video. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mal gucken, was das nächste Mal mit Siku weitergeht. Ich kann euch nur ganz kurz schon mal sagen, dass wir einen Lego Adventskalender bekommen. Der geht natürlich dann ab 1. Dezember los. Und mal schauen, was wir hier jetzt noch machen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Kettenbagger von Wagger. Auf den 8er John Deere von den 1 zu 32ern habe ich noch Bock. Dann mal schauen bei den Zico Super Farmern, was da noch neu rausgekommen ist und was fehlt. Und ansonsten kommt ja nächstes Jahr eh der neue Katalog raus. Den können wir uns dann mal anschauen und schauen, was da noch abgeht. Genau. Aber wenn es euch gefallen hat, like unbedingt, kommt, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.